Ja, aber... Ich krieche hier nicht zu Kreuze. Und schon gar nicht vor dem. Keine Ahnung, was der hat. Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Andi stinkt sauer auf Tristan. Die beiden hätten sich fast geprügelt. Was? Was soll das? Ich dachte eigentlich, für ein toller Freund, ihr so das Fest zu versauen. Was? Warum denn ich? Der Typ macht doch alles, um unsere Beziehung kaputt zu machen. Red du doch mal mit ihm. Ich glaube, er hat zu viel getrunken. Also, ich weiß echt nicht, was ich jetzt schon wieder gemacht haben soll. Du mieser Lügner, gib doch einfach mal zu, was Andi, du... Andi, auf damit! Was ist das hier eigentlich für eine Scheißnummer? Merkst du denn gar nicht, dass du immer nur ihm glaubst und nie mir? Ich weiß gar nicht, was hier gelaufen ist, aber ich glaube, du gehst mal raus und kühlst dich mal ein bisschen ab. Ich wollte sowieso gerade gehen. Feier noch schön. Ja, und die Party geht weiter. Du bist dran. Sei doch froh, dass du diesen Kotzbrocken los bist. Ja, bin ich auch. Wer nicht will, der hat schon. Hoffentlich merkt Helena auch irgendwann, was ihr Bruder für ein Arsch ist. Träum weiter. Wir halten auch zusammen mit Pech und Schwefel. Das ist es ja gerade. Für uns ist da gar kein Platz. Ja, da ist was dran. Aber ist schon nicht normal, dass die so zusammenkleben. Nee, das ist schon fast abartig, ne? Aber vielleicht ist es ja auch normal bei Zwillingen. Ich meine, die machen von Anfang an alles zusammen. Die kennen es gar nicht anders. Miri, machst du noch zwei? Ja, kommt. Entschuldige, Miriam. Gregor hat mir gesagt, ihr habt so einen alten Wasserkocher. Kann ich den vielleicht mitnehmen? Ja, klar. Anna, machst du das schnell. Der ist im Keller, ich glaube, auf dem ersten Regal. Vorsicht, Vorsicht. Das sieht mehr nach einem Kater aus. Spät ist es morgen. Hm? Scheißegal. Wollen Sie auch eins? Miri, macht da noch mal ein Bier für Herrn. Vielen Dank. Nee? Gut, dann eben nicht. Wie hast du das vorhin gesagt? Wer nicht will, der hat schon, ne? Auf dich ist wenigstens verlassen. Dankeschön. Ja, dann noch einen schönen Abend. Selber. Prost. Du verstehst mich. Auf uns. Warte, ich muss ans Telefon. Das Hörling ist aufgehört. Vielleicht ist Helena. Ich dachte, den kann ich mal. Komm. Ist ja viel netter als diese aufgeblasenen Affen. Danke. Hey, ihr müsst langsam kommen. Es ist gleich 12. Oh je. Andi. Komm, wir gehen noch mal eine Runde. Ich brauche ein Bier. Hör auf, das tut weh. Oh, hey, geh runter. Achtung, noch 20 Sekunden. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass Anne jetzt komplett wegbleibt. Jetzt wird er wohl nicht mehr hier auftauchen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, alles, alles. Achtung! Wie war's denn gestern Abend? War's nett? Das ist schön. Sorry, dass ich euch gestern Nacht geweckt habe. Ach, wenn alle in einem Zimmer schlafen? Wieso ziehst du eigentlich nicht vorübergehend zu uns? Wir haben doch Platz. Ja, gerne. Cool. Super. Sag mal, hast du Andi heute schon gesehen? Er hat sich gestern echt einen eingeschenkt. Heute Morgen lag er jedenfalls noch halb besinnungslos vom Sofa. Kann man wohl sagen. Er konnte gestern kaum mehr stehen. Mhm. Ich schau mal nach, ob er inzwischen wieder unter den Lebenden ist.
Ja, ich muss dann auch mal los. Schönen Tag noch. Der ist echt nicht wach zu kriegen. Vielleicht ist ja irgendwas nicht in Ordnung mit ihm. Anni, hey. Hallo. Oh, was ist? Alles in Ordnung mit dir. Oh, lass mich in Ruhe. War wohl zu viel gestern, ne? Komm mal. Warum liege ich denn da? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Habt ihr mich etwa ausgezogen? Nö. Was ist das? Hab ich mich geprügelt oder was? Zumindest nicht mit Tristan. Die Pfeife hat sich ja noch nicht mal gewehrt. Tristan? Geburtstagsfeier? Helena? Macht's da irgendwie Klick? Oh shit. Ich bin abgehauen, oder? Was ist danach passiert? Ach, fuck, ich hab voll den Filmriss. Also auf der Party warst du nicht mehr. Obwohl ich Helena die ganze Zeit angerufen hat. Ist sie sehr sauer? Also eine Entschuldigung ist fällig. Was ist denn das? Das nennt man einen Knopf. Das sehe ich selbst. Kannst du Schlauberger mir auch sagen, wo der herkommt? Hey, ist was passiert? Jessica! Ja, nein! Geh weg! Lass mich allein! Bitte sag schon! Psst, beruhig dich erstmal! Was ist los? Hat dir jemand was getan? Er hat einfach nicht aufgehört. Ich habe mich versucht zu wehren und er war so viel stärker. Wer ist er und was hat er mit dir gemacht? Wieso schmutzig? Jessica, sag mir, wer war das? Kennst du mich nicht? Sorry. Jessica, du musst mir seinen Namen sagen. Andi. Helena, du kannst dir nicht vorstellen... Verschwinde und lass dich hier nie wieder blicken. Du hast so recht. Ich hatte einen total schlechten Abend und mich auch daneben benommen. Naja, und das auch noch an deinem Geburtstag. Aber willst du mich deswegen gleich zum Teufel jagen? Am liebsten noch viel weiter. Henna, es tut mir wirklich leid und ich mach's auch wieder gut. Wieder gut? Wie willst du das wieder gut machen? Na komm schon. So schlimm, wie du jetzt gerade tust, war es nun auch wieder nicht. Nicht so schlimm. Du hast Jessica vergewaltigt. Pass mal auf, es reicht, dass mein Freund diese ganzen Klatschblätter mit nach Hause trägt. Dann brauchst du sie nicht auch noch lesen. Ich brauch sie nicht lesen, aber ich muss mich schlau machen, mein Lieber. Ach ja, stimmt. Du grinst uns ja auch bald auf so ein Ding entgegen. Ja, wollen wir doch mal sehen, was da steht. Ah, hier, Adel intim. So fand ich meinen Prinz. Herold und Hofmeister, beide vom Adel, sind dem Hofmarschall unterstellt und im Rang untergeordnet. Ja, wie kann man die beiden unterscheiden? Anni, ein lustigen Hütchen. Es ist ganz leicht. Pass auf. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen kleinem und großem Hofprotokoll. Das kleine Hofprotokoll... Gregor, es reicht. Das braucht kein Mensch. Doch. Das Dumme ist, dass die in Wallensteig vom Gemahl der Fürstin erwarten, dass der sowas weiß. Willst du dich für diesen Adelsquatsch jetzt komplett verbiegen, oder wie? Wäre mir das zuzutrauen? Die Frage ist, Gregor, traust du dir das zu? Sie hat was behauptet? Dass ich sie vergewaltigt habe und betrunken über sie hergefallen bin. Habe ich da gerade betrunken gehört? Andi, du warst so froh, dass Jessica dich die Treppe hochschieben musste. Das heißt, sie war mit in der Wohnung? Du kannst dich ja nichts mehr erinnern. Alles Blackout. Aber wieso behauptet Jessica sowas?
Andi, wenn ich eins weiß, dann, dass du niemals eine Frau vergewaltigen würdest. Du hast noch nicht mit Jessica gesprochen. Ich wollte, aber Helena, sie hat mich rausgeschmissen. Ja, aber du musst Jessica zur Rede stellen. Wie willst du die Sache sonst aufklären? Genau das mache ich jetzt. Sieht nicht aus, als ob dein Besuch auf Königsbrunn erfolgreich gewesen wäre. Justus hat mich rausgeschmissen aus Angst, dass ich seine Nichte noch einmal anfasse. Seitdem drückt mich Helena ständig weg. Aber wer will auch schon was mit einem Vergewaltiger zu tun haben? Was mache ich, wenn Jessica mich anzeigt? Miriam kann bezeugen, dass du halb ohnmächtig warst, als du in die Wohnung gegangen bist. Hey, diese Jessica musst du dich scheinbar fast huckepack nehmen. Das klingt doch nicht nach jemandem, der 5 Minuten später zum Tier wird. Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Dass Helena mir nicht glaubt und nichts mehr mit mir zu tun haben will. Ich bin so froh, wenn ich die Zwischenprüfung endlich hinter mir habe. Ich träume schon von Futterkunde und von der Geschichte der Pferdezucht. Liegt das an den Pilzen, die wir gestern hatten? Hast du die selber gesammelt? Ich sehe Farben. How? Trägt man das jetzt so? Oder ist da modemäßig irgendwas an uns vorbeigegangen? Ich muss euch was sagen. Etwas sehr Wichtiges. Luise und ich, wir ziehen zusammen nach Waldensteig. Und zwar so bald wie möglich. Bist du sicher? Ja. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Und da gehört Waldensteig nochmal dazu. Ich liebe dich so sehr. Erschrocken. Tut mir leid. Andi? Brauchst du Hilfe? Ach, komm, das ist doch totaler Quatsch mit Jessica und der Vergewaltigung. Was ist, wenn ich es doch getan habe? Ich kann mich an was erinnern. Und an was? An was Jessica gesagt hat. Irgendwas wie... Ich soll dir nicht wehtun. Und jetzt denkst du, dass du... Aber Miriam hat gesagt, du warst total betrunken, du konntest nicht stehen. Wie bist du da... Du weißt schon, was ich meine, du warst total Hacke. Ja, ich hatte schon einen ziemlichen Filmriss. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hab deinen Deckel gesehen, bei uns hast du nicht so viel getrunken. Okay, ich weiß nicht, was du vorher auf der Party getankt hast, aber... Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Ich kenne dich verdammt gut und ich bin mir sicher, dass du es niemals fertig bringst, eine Frau zu vergewaltigen. Das geht gar nicht. Ich danke dir echt, Olli. Aber mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Hey, das ist heute ja gar nicht runtergefallen. Ach komm, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Ja, hat nicht jeder die Gabe, so in seiner Arbeit aufzugehen? Sagte der Richtige.
Du hast ja nur noch Partys und Events mit deinem Robert im Kopf. Vielleicht ist das mein Job. Eine Cola bitte. Miriam? Ja. Cola bitte. Ja. Hallo. Warst du shoppen? Notgedrungen. Mehr war nicht drin, aber irgendwas muss ich ja anziehen. Auch wenn die Versicherung noch nicht gezahlt hat. Und das kann dauern, nehme ich an. Du Ärmster. Ich glaube, ich würde sterben, wenn meine Lieblingsklamotten plötzlich alle weg wären. Ja, ich könnte mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, Rebecca. Tja, ich habe es mir nicht ausgesucht, dass unser Haus abbrennt. Komm, meine Kleine, wir gehen was essen. Arme Schwan. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Wobei auch immer, ich habe leider keine Zeit. Komm, ist für einen guten Zweck. Ja, ich kann aber nicht. Ich treffe gleich noch einen Typ, der hier eine Party machen will. Außerdem muss ich Andi ein bisschen zur Seite stehen. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich dir auch helfen könnte, aber zumindest hätte ich Zeit. Na dann, nein, ist okay. Ich bin nur kitzelig. Trotzdem, ich bin Schussel. Ach, Unsinn. Hey, das ist echt cool, was du machst. Findest du? Ja. Rebecca, man darf doch nicht lügen. Naja, es denken halt nicht viele Leute. Was? Na, dass ich was kann. Oder mäßig. Das werden die schon noch merken. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mal abwarten. Also ich bin jetzt nicht so der Profi und meine Meinung ist nicht so relevant, aber du hast echt keinen Grund, um tief zu stapeln. Danke. Rebecca, du musst einfach an dich selber glauben, dann kriegst du, was du willst. Manche Sachen nützt es aber nichts. Das nützt immer. Wow, das sieht echt cool aus. Finde ich auch. Ist echt gelungen. Das andere aber auch. Und? Er will nichts essen. Und Schwachsinn. Ich glaube niemals, dass Andi jemanden vergewaltigen würde. Ich auch nicht. Aber glaubt ihr echt, dass Jessica das einfach so behauptet? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er das nicht machen würde. Muss ein richtiger Schock für deine Schwester sein, oder? Sie ist ganz schön fertig. Ich kann irgendwie gar nichts für sie tun. Aber dafür hast du eine ganze Menge für mich gemacht. Wenigstens etwas. Die Teile sind echt der Hammer. Das sind zwar nicht meine alten Lieblingsklamotten, aber das werden garantiert meine neuen sein. Danke. Na, dann ist ja gut. Arbeiten nichts anderes anziehen? Nee, das geht schon. So ein cooles Shirt. Echt? Rebecca hat total Talent, wie sie das hingekriegt hat. Davor war das ein stinknormales Shirt und jetzt ist es quasi ein Designerstück. Ja, und das alles nur, um dir eine Freude zu machen. Einfach an dich selber glauben, dann kriegst du, was du willst. Jetzt mal ehrlich, Rebecca hat sich ganz schön ins Zeug gelegt, nur für dich. Und? Wie und? Du findest Rebecca doch toll, oder? Ja, schon. Also, worauf wartest du dann noch?
Christian, das bringt doch nichts. Wie, das bringt doch nichts? Papalapap. Du musst es einfach mal probieren. Aber die steht doch nicht auf mich. Woher weißt du das? Ja, weil sie in jemanden... Ich weiß es halt. David, pass mal auf. Hör zu und lerne. Ja, hallo? Rebecca, hallo, ne? Sag mal, hast du heute schon was vor? Nö, wieso? Ich hab mir gedacht, dass wir vielleicht eine Runde Eislaufen gehen. Rebecca? Ja, Eislaufen, das ist super, klar. Okay, dann in einer Stunde bei euch auf der Auffahrt. Okay, alles klar, ich freue mich. Ciao. Bis dann. Hey. Na? Hast du denn gar keine Schlittschuhe? Doch, aber David, hey! Hi! Ich wollte Rebecca gerade erzählen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe zum Schlittschuhlaufen. Elias hat nämlich irgendwas am Hof und... Und da habe ich mir gedacht, du nimmst einfach David mit. Ist nämlich ein wahrer Eislaufgott, hä? Ja. Muss ich aber auch wirklich los. Also. Viel Spaß euch beiden. Weißt du, ich krieg einfach kein Bild zusammen. Ich versuche mich die ganze Zeit daran zu erinnern, aber. Aber da ist irgendwie nichts. Einfach nur ein schwarzes Bild. Weil es vielleicht nichts gibt, woran du dich erinnern könntest. Außer dieser eine Satz von Jessica, wo sie gesagt hat, dass ich ihr nicht wehtun soll. Aber ich weiß auch nicht, warum sie das zu mir gesagt haben soll. Okay, dann noch mal von ganz vorne. Gibt's vielleicht irgendeinen Grund, warum Jessica dir diese... sowas anhängen würde? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, okay, am Anfang fand sie mich, glaube ich, ganz cool. Helena wurde sogar mal ein bisschen eifersüchtig. Das ist jetzt auch vorbei. Vielleicht ist das Ganze eine beschissene Racheaktion. Ja, vielleicht. Dann müssen wir das Jessica nur noch beweisen. Wie denn? Das schaffen wir schon. Stell sie zur Rede. Am besten vor Helena. Andi, hallo. Ich weiß nicht. Was ist, wenn ich die Sache dadurch nur noch schlimmer mache? Helena überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben will. Lieber Christian, das hast du echt super eingefädelt. Was war los? Das ist voll nach hinten losgegangen. Weißt du, wo der Dienstplan ist? Schublade. Was? Das war doch eine super Idee. Ihr beide auf dem Eis, Händchen haltend. Wenn du so tolle Ideen hast, dann schreib doch einen Kitschroman. Jetzt ist Rebecca total fertig. Bravo. Wieso das denn? Ja, weil... Ja, weil du sie verkuppeln wolltest. Und? Ja, da kommt sie sich ja blöd vor. Ist doch klar. Jetzt hat sie das Gefühl, du traust dir nicht zu, allein einen Freund zu finden. Rebecca kapiert einfach nicht, wer zu ihr passt. Mann, David, ihr werdet doch ein super Paar. Lass es, okay? Jetzt gib doch nicht so schnell auf. Das Date hat nur eins gemacht. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass sie nichts von mir will. Da bist du. Ich hab dich schon überall gesucht. Ich war spazieren. Rebecca. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wegen der Sache mit David. David hat mir alles erzählt. Ach ja? Er hat mir gesagt, dass du total schlecht drauf warst, weil du schon so lange Single bist. Und dann muss ich auch noch Salz in die Wunde streuen. Ja, mach einen auf Kuppler. Oh, so. Also, so schlimm war das auch wieder nicht. Im Moment läuft eben alles nicht so toll. Ja. Willkommen im Club. Was
meinst du denn damit? Es gibt halt so Phasen im Leben, weißt du. Ich habe im Moment immer Stress mit Olli. Und jetzt zieht er noch mein Bruder weg. Und da ist wahrscheinlich mein Helfersyndrom mit mir durchgegangen, weil ich wollte, dass wenigstens du glücklich bist. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder ein Ohr zum Ausquatschen, ich bin da. Danke. Ja. Ich bin echt froh, dass es dich gibt, weißt du das? Und? Weggedrückt. Dann versuchst du es nochmal oder fährst nach Königsbrunn oder was? Was soll ich denn da? Sie will mich doch nicht sehen. Dann sagst du, Helena, dass du Jessica nicht vergewaltigt hast und dass du eine Theorie hast, warum sie das Ganze behauptet. Ja eben, es ist nur eine Theorie. Ich habe doch gar keine Beweise dafür, dass ich unschuldig bin. Mann, Andi, aber du weißt, dass du es nicht warst. Du weißt das und alle, die dich kennen, glauben das sowas von nicht. Mann, Andi, jetzt gib doch nicht so schnell auf. Sag mal, alleine die Tatsache, dass dieses Mädel noch nicht mal Anzeige erstattet hat, ist ja wohl mehr als komisch, oder? Dafür kann es auch mehrere Gründe geben. Du rufst da jetzt an. Hallo, ihr zwei. Hi. Ich. Osman, hast du Helena gesehen? Und wie geht's ihr? Andi, sie hatte einen Zusammenbruch. Was? Ist sie jetzt im Krankenhaus, aber... Es geht ihr schon wieder besser. So geht es nicht weiter. Was hast du jetzt vor? Ich muss ein paar Sachen klarstellen. Das ist ja wohl der Burner. Echt, der hat uns bald auf die Gästeliste gesetzt. Rob, klar komme ich mit. Klar. An und wenn es uns gefällt, dann ziehen wir es ja selbst auf. Ja, unbedingt. Auf keinen Fall. Verspätung. Danke, dass ihr spontan Zeit gefunden habt. Es gibt was zu feiern. Oh, was gibt's denn noch zu feiern außer Hochzeit und Prinzgemahl? Ich kriege auch noch König, Kaiser, Gott. Göttlich ist er doch schon, also für mich zumindest. Da hört ihr es. Nein, der Kaufvertrag von Waldensteig. Unterschrieben und notariell beglaubigt. Ich komme gerade vom Notar. Das ist ja wie im Märchen. Ja, nur dass mein Bruder eine Prinzessin küssen darf und ich ein Frosch. Danke. Ist alles okay mit euch? Klar. Naja, auf jeden Fall steht dem Umzug nach Waldensteig jetzt nichts mehr im Weg.
Das heißt, wir müssen uns noch von Linda und ihren Freunden verabschieden. Ja, die Kinder aus dem Heim, die habe ich ganz vergessen. Ich habe sie morgen früh eingeladen. Das ist eine schöne Idee. Gut, auf jeden Fall, ich möchte... Oje. Ich möchte mit euch allen anstoßen. Dankeschön. Danke. Dass am Ende noch alles gut gegangen ist. Jo, auf Waldensteig. Auf Waldensteig. Ja. Ist alles okay mit dir? Nee, geht schon wieder. Fast fertig. Gregor holt noch ein paar Umzugskartons. Dann packen wir dann den Rest rein. Das war's dann. Züge sind immer stressig. Ja, also wenn ich es mir leisten könnte, ich würde mir ja auch so einen sexy Möbelpacker bestellen. Wir müssen es eigentlich gar nicht. Wir lassen ja Möbel und Geschirr und Küchenutensilien lassen wir ja alles da. Außerdem finde ich es auch ganz gut, mal selber zu packen. Und bald ist ja auch vorbei mit den niederen Arbeiten, ne? Die gehen aufs Haus. Luise! Luise! Luise, hey. Hey. Oh. Oh. Alles okay? Hey. Luise? Hallo? Deswegen sind wir hier. Weswegen? Luise. Was ist denn mit dir? Luise ist beim Arzt. Sie hat einen Zusammenbruch. Was? Wann fahr ich da jetzt hin? Versuch's doch erstmal bei Olli. Wieso habe ich sie überhaupt allein gelassen? Jetzt hör auf, du konntest doch nicht an, dass sie zusammenbricht. Hey. Hey, da bist du ja. Na, was hat der Arzt gesagt? Was er gesagt hat, der Arzt? Du bist Vater. Was? Ich werd Vater? Ja. Nein. Doch. Nein, ich werd Vater. Wir bekommen ein Kind. Ich kann es nicht glauben, ich werd Papa. Und ich werd Mama. Hallo, wir sind auch noch da. Ja, das hast du diesmal scheinbar an richtigen Schrauben gedreht, Daddy. Damit das mal klar ist, ich entwerfe alle eure Babysachen. Ja, logisch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hallo? Hallo, Luise. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber haben Sie eventuell unsere Verabredung vergessen? Nein. Nein, da ist noch was dazwischen gekommen, nicht. Ich komm schon. Ich bin unterwegs. Gut, wunderbar, dann sehen wir uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ich muss nach Königsbrunn. Ich habe vergessen, dass Elisabeth die Aktion für das Kinderheim besprechen wollte. Nein, du kannst jetzt nicht gehen. Ich lasse eine Nachricht. Das geht aber nicht anders. Aber wir müssen doch noch anstoßen auf den kleinen Zwerg. Ja, genau. Das Shampoo ist angesagt. Ja, für dich nicht, aber für mich schon. Ja, ja. Würde ich ja sehr gerne, aber Elisabeth wartet. Ich kann dich jetzt nicht allein lassen. Wenn es dich beruhigt, ich begleite sie. Und ich behandle sie wie ein rohes Ei. Tschüss. Stan, ich könnte den echt erwürgen, dieser... Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ich hatte Helena gerade am Telefon, da drückt dieses Schwein mich einfach weg. Dieser ganze Vergewaltigungswahnsinn, das passt ihm auch perfekt in den Kram. Jetzt kann er den Keil zwischen Helena und mir so richtig tief reinhauen. Aber der hatte mich sowieso die ganze Zeit auf dem Kicker. Er ist Helenas Bruder, er will sie beschützen. Er will sie auf ein Podest stellen, am liebsten unter eine Glasglocke. Zum Beispiel auf der Geburtstagsparty. Du hättest ihn mal sehen sollen. Der hat sich richtig gefreut, dass Helena und ich Streit hatten. Mag ja sein, dass Tristan ein Arsch ist. Und was hat diese Jessica überhaupt davon, dass sie mir sowas unterstellt? Ja, an deiner Stelle würde ich dir mal auf den Zahn fühlen. Was glaubst du, was ich seit Tagen versuche? Andi, sie ist die Einzige, die das Ganze wieder gerade rücken kann. Ja, du hast recht. Aber Mann, ich darf nicht aufgeben. Ah, das trifft dich aber gut. Kannst du mir mal bitte beim Kistenschleppen helfen? Ist da noch in der Kiste? Von der muss ich dir erzählen. Die Kiste kannst du mal schön zulassen. Ohne Scheiß, du musst echt Augen machen. Mann, Gregor, ich kann's nicht mehr hören, okay? Was denn? Vielleicht ist es noch nicht zu dir vorgedrungen, aber die Welt dreht sich nicht nur um dich, Luise und Waldensteig.
Sekunde, jetzt sind wir bitte ihn freundlich, ja? Was ist los? Ja, was? Dich interessiert doch hier nicht, was in meinem Leben passiert. Das stimmt doch gar nicht. Ach nein? Weißt du, dass Elias kränkelt? Oder nee, stopp. Weißt du überhaupt, wer Elias ist? Hast du eine Ahnung, was im Moment in meinem Leben abgeht? Die Pferdepflege? Meine Prüfungsvorbereitung? Dass mir das alles im Moment ein bisschen zu viel ist? Oder weißt du, dass ich richtig Stress mit Olli habe? Wusste ich's doch. Ich hab noch ein bisschen Kleinkram organisiert. Sag mal. Die Gebrüder, Mann. Knackig. Wie lange sind das her? Weiß nicht, einfach Christian 10 oder so. Und wir waren mal wieder zelten. Er hat damals schon diese Vorliebe für Outdoor-Aktivitäten gehabt. Ja, und ich musste mal auf ihn aufpassen. Mhm. Oh Mann. Was denn? Christian war vorhin voll übel drauf. Ja, und? Ich habe in letzter Zeit irgendwie fast nur an uns gedacht. An die Hochzeit, den Prozess, den Umzug. Und das Baby. Aber Christian hat doch sicher Verständnis für die Situation. Naja, das ist es ja. Er hat zu viel Verständnis. Und deswegen zeigt er mir auch nicht, wie nein das geht, dass wir jetzt wegziehen. Hey. Na? Du hast mir doch gar nicht gesagt, was du von dieser Waldensteig-Nummer hältst. Du hast mich ja nicht gefragt. Naja, ich frag dich jetzt. Was soll ich dazu noch sagen? Es wird auf jeden Fall komisch sein, dass ich nicht mehr einfach so über den Flur latschen kann, um dich zu sehen. Ja, das stimmt. Weil du dann nämlich nicht mehr da bist. Boah, dieser Getreidekaffee schmeckt immer noch genauso scheiße wie früher. Ja, schmeckt scheiße, ist aber legendär. Musste jetzt einfach sein. Ja, wie früher, hm? Wenn du deinen Knirpsbruder in den Wald begleiten musstest. Ja. Apropos Knirps. Es gibt da Neuigkeiten. Also, Luise und ich, wir haben da so ein Projekt laufen. So ein 9-Monats-Ding. Luise ist schwanger? Ja. Das ist ja super. Das ist so schräg, ich meine. Gestern war Luise noch Luise und heute ist sie. Ist immer noch Luise, aber. Nein, schwanger. Krass, ich werde Onkel. Also du wirst Vater. Aber ey, Hauptsache, es wird ein Junge. Hauptsache, es wird ein Junge. Obwohl, ist ja eh egal. Wenn ihr auf Waldensteig seid, bin ich eh nur der Onkel in der Ferne. Nee, das kannst du mal schön knicken. Weil ich erwarte von dir, dass du dich ordentlich um meinen Nachwuchs kümmerst und häufig zu Besuch kommst. Als Patenonkel. Mhm. Und
jetzt wüsste. Dass ihr euch ausgesprochen habt. Wird sie mal sehen müssen, wie er sich gefreut hat, als ich ihm erzählt habe, dass er Patenonkel wird. Kann mir keinen besseren vorstellen. Trotzdem, ich werde ihn vermissen. Ich meine, wir haben uns jeden Tag gesehen. Er wird uns besuchen. Ja. Und jetzt ist mal gut mit der gedrückten Stimmung. Ich meine, noch sind wir ja hier. Das ist ja eigentlich ein Grund zum Feiern. Außerdem, seit du mir gesagt hast, dass du schwanger bist, haben wir uns kein einziges Mal alleine gesehen. Und, perfektes Timing. Hallo, ihr drei. Zeit für Geschenke. Oh, ich glaube nicht, dass er oder sie schon etwas damit anfangen kann. Jetzt noch nicht, aber bald. Also, auspacken. Ja. Da. Ja. Damit kann ich live und in Farbe sehen, wie der kleine Racke aufwächst, auch wenn ich nicht bei euch bin. Das ist eine Webcam. Oh, eine ziemlich gute Idee. Sehr ja, gut. Sozusagen Daily Baby Soap bei mir zu Hause. Ah, süß. Aber bildet euch ja nicht ein, dass ich euch deshalb weniger besuche. Waldensteig wird mich öfter zu Gesicht bekommen, als euch lieb sein wird, als Patenonkel. Oh, schau, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Ich hoffe, du kommst auch als mein Bruder. Kannst du mir den Eimer bitte abnehmen? Ja, klar. Nicht, dass du dir hier draußen noch einen Schlupf holst. Ich wäre doch gleich wieder reingegangen. Aber danke. Super, danke. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Ich hätte mal wieder Lust auf Kino. Du, Rebecca? Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Wieso? Naja, ich bastle gerade für den kleinen Prinzen von Luise und Gregor eine Kinderwiege. Und da wärst du mit deinem künstlerischen Talent natürlich eine große Hilfe für mich. Ja, ja, total gerne. Cool. Das mit dem Kino können wir doch verschieben, oder? Na klar, kein Problem. Ihr wart verabredet. Hey, kein Problem, ich komme auch alleine, klar, wirklich. Also. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Das geht natürlich vor. Wann geht's denn los? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber... Aber was? Andi hat Jessica dazu gebracht, sich mit ihm zu treffen. Bitte? Und du meinst echt, Jessica war kurz davor, dir die Wahrheit zu sagen? Ja, ich bin mir 100% sicher. Plötzlich taucht Tristan auf und sie macht eine komplette Kehrtwendung. Ich verstehe das einfach nicht. Das Schlimmste ist, dass Helena ihr glaubt und nicht mir. Wahrscheinlich hockt ihr Bruder gerade neben ihr und stachelt sie wieder gegen mich auf. Wie kann die nur so dreist lügen? Und vor allem, warum? Vielleicht war sie total abgefüllt und kann sich nicht richtig erinnern. Und sie glaubt, dass du ihr was getan hast. Miriam hat doch gesehen, wie sie mich nach oben geschleppt hat. So voll kann die nicht gewesen sein. Oder du hast sie an dem Abend irgendwie abblitzen lassen. Und sie war so sauer, dass sie sich das alles nur ausgedacht hat. Ich habe mal von einer Frau gelesen, die hat sich eine komplette Vergewaltigung nur eingebildet. Da kam erst vor Gericht raus, dass sie ein Borderline-Syndrom hatte. Jessica hat doch kein Borderline-Syndrom. Sie ist auch nicht von Außerirdischen entführt worden und arbeitet nicht bei der CIA, okay? Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Warum lügt sie? Wenn Helena mir nur glauben würde. Und? Was sagst du? Sie ist absolut perfekt. Ja, dann fange ich gleich mal an, das Bettzeug zu nähen. Meinst du, wir kriegen das noch alles hin? Ja, klar.
One is the loneliest number. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience for now. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever tell. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. Pass auf, ich mach's kurz. Was willst du? Das hier sind 5000 Euro. Wenn du deine Sachen packst und die Stadt verlässt. Helena soll sich wieder auf die Straße trauen, ohne Angst haben zu müssen, ihr zu begegnen. Und Jessica natürlich auch. Der Einzige, der hier Angst haben muss, das bist du, glaube ich. Komm schon, mach ruhig einer rein. Hey, Andi! Was ist denn hier los? Was ist denn los? Du nimmst jetzt deine dreckige Kohle und verziehst dich hier. Das wäre deine Chance gewesen. Was war das denn? Das würde ich auch mal gerne wissen. Vergiss es am besten. Danke. Helena. Hey. Tut mir leid, dass ich hier so früh reinschneide. Ich glaube, Christian ist nicht da, der wollte mit Rebecca in die Stadt fahren. Ja, ich will auch gar nicht zu Christian, ich will zu dir. Es geht um Andi. Olli, bitte, ich... Ich weiß, dass vielleicht alles dagegen spricht, aber ich bin mir ganz sicher, dass Andi das nicht getan hat. Ich habe keine Ahnung, warum, aber Jessica sagt nicht die Wahrheit. Wie kannst du ihr sowas unterstellen? Ich weiß, dass das gemein klingt. Vielleicht lügt sie, vielleicht glaubt sie ja sogar, was sie da sagt, aber eins ist sicher, Andi hat ihr nichts getan. Denkst du nicht auch, dass ich das gerne glauben würde? Aber die Fakten sprechen nun mal einfach gegen Andi. Die Kratzer, Jessicas blaues Auge. Und wie verstört sie ist, du hättest sie am nächsten Morgen mal sehen sollen. Mann, aber hier geht's doch nicht um irgendwelche Fakten. Hier geht's nur um eins. Traust du Andi sowas wirklich zu? Ich würde Andi wirklich gerne vertrauen, aber ich bin schon zu oft von Menschen enttäuscht worden. Mit Tristan vorhin, das war ganz schön heftig, was? Manchmal frage ich mich echt, was mit ihm los ist. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Sondern? Rebecca, ich will dich nicht auch noch damit zumüllen. Bei Olli und mir, da ist im Moment einfach der Wurm drin. Vielleicht solltet ihr einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Das haben wir schon versucht, aber es bringt irgendwie nichts. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind vielleicht einfach zu verschieden. Okay, gut, vielleicht habt ihr im Moment einfach unterschiedliche Interessen, aber das muss doch kein Drama sein. Ich meine, ihr beide habt schon so viel zusammen überstanden. Das Outhang, deine Krankheit. Hey, seid doch das Dreamteam. Weißt du was? Mhm. Du bist echt wie so eine kleine Schwester für mich. Ich werde daran denken, in der nächsten Zeit mich mehr um Ollis Kram zu kümmern. Versprochen, Schwesterherz. Was ist? Tut mir leid, ich habe es vergessen zu Hause. Ich muss... Christian?
Cause they don't get your soul or your fire. War was mit Tristan? Habt ihr euch geprügelt? Ach, mit sowas würdet ihr sich doch nicht die Finger schmutzig machen. Jetzt spuck schon aus, was war los? Dieses Arsch hat mir Kohle angeboten, dass ich die Stadt verlasse. Bitte? Er hat so ein Glück, dass Rebecca und Christian gekommen sind. Oh Mann, Andi, du kannst nicht immer gleich so ausrasten. Elena weiß sowieso schon nicht mehr, was sie denken soll. Hast du mit ihr gesprochen? Ja, ich dachte, vielleicht könnte ich noch ein gutes Wort für dich einlegen. Und? Ja, sie braucht Zeit, um drüber nachzudenken. Hast du ihr auch gesagt, dass ich unschuldig bin? Natürlich. Wie hat sie reagiert? Sie hat sich's erst mal angehört. Das ist doch gar nicht so schlecht für den Anfang. Hast du sie gefragt, ob sie sich nochmal mit mir treffen will? Ja, klar. Wie gesagt, sie wird sich's überlegen. Dann hast du nichts erreicht? Nicht so wirklich. Dann war's das wohl. Das war's. Das war Christian. Ich meine, wie kann man nur so armselig sein, sich in einen Schwulen zu verknallen? Ich habe einfach immer nur Pech. Was stimmt denn nicht mit mir? Mit dir stimmt alles. Du bist perfekt. Ich meine, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Du bist witzig. Du bist unheimlich sexy. Du hast so wahnsinnig schöne Augen. Verlassen will, sieht sie als Schuld eingestellt. Moment mal, du willst abhauen? Ja, was soll ich denn noch hier? Hallo, das ist dein Zuhause. Ich habe hier nichts mehr verloren. Ja, aber... Was soll ich machen? Sie vertraut mir doch nicht mehr. Weißt du, was ich am meisten bereue? Andi, du hast nichts falsch gemacht. Dass ich Elena nie gezeigt habe, wie sehr ich sie liebe. Ganz nur Limmels, Miriam hat schon seit einer halben Stunde Feierabend. Ich wundere mich sowieso, warum du hier deine Zeit vertrödelst. Und ich kann dich wirklich nicht überreden, zu bleiben. Lass mal gut sein, Ronny. Vergiss nicht, dass du Freunde hast. Vergiss ich bestimmt nicht. Ich komme bestimmt auch bald wieder. Ich muss nur jetzt erstmal weg. Hier erinnere mich alles an sie. Und melde dich, okay? Versprochen. Time turns to fate. You smile to all that boy that thinks to. Hi. Hey. Soll ich dir den Kamin gleich anmachen? Nee, ist nicht nötig. Ich geh sowieso gleich in meine Suite. But I'll wait for you. Geht's dir gut? Ja. Alles wunderbar. Mit mir ist alles... Oh, Gaul. Der hat echt einen eigenen Kopf.
Manchmal fehlt es nur noch, dass er anfängt zu reden. Du bist echt wie so eine kleine Schwester für mich. Kleine Schwester für mich. Kleine Schwester für mich. Rebecca? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Du hast gerade von Elias erzählt. Nein, ich war schon bei der Wiege. Wiege? Die herrschaftliche Wiege, für die du das Bettzeug nähen wolltest? Wie weit bist du da eigentlich? Ich bin noch nicht deine Bedienstete. Was ist denn hier los? Judith, hi. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Olli, machst du mir noch einen Tee? Klar. Hey. Heißt das etwa, du hast dir anders überlegt? Die werden mich noch kennenlernen. Wie jetzt? Ich hab sie genau gesehen. Die lachen sich halb tot, weil sie mich so schön reingelegt haben. Kannst du jetzt mal Klartext reden? Jessica und Trisse. Ja? Er kauft mit ihr die teuren Läden leer und lässt die Korken knallen. Du meinst, das bedeutet, dass... Ja. Er hat Jessica dazu überredet, mir die Vergewaltigung anzuhängen. Ich hab ja immer gesagt, dass da was Faules an der Sache. Bist du dir sicher? Ja, klar. Ich hab's doch genau gehört. Hättest mal sehen sollen, wie stolz der auf sich war. Ich verstehe auch nicht, wie so ein Typ Helenas Bruder sein kann. Ja, aber was bezweckt er denn bitte damit? Ich meine, hallo, das... Was wohl? Ich bin ihm wohl nicht gut genug für seine Schwester. Dieser Typ ist sowas von krank. Das Schlimmste ist, Helena vertraut ihm blind. Aber das werde ich ändern. Morgen Kaffee. Olli, was meinst du? Gehe ich gleich zu den Bullen oder sammle ich erstmal auf eigene Faust die Beweise? Schwer zu sagen. Weil wenn ich nichts in der Hand habe, hoffentlich geht der Schuss nicht nach hinten los. Aber auf der anderen Seite, wenn du zu lange wartest? Ja eben, dann heißt es, warum sind sie nicht gleich zu uns gekommen? Ja. Gibt es denn irgendwas, was du vorweisen kannst? Wo du sagen kannst, hier, Anhaltspunkt. Tristan hat Jessica ziemlich teure Klamotten gekauft. Ich meine jetzt eher an dem Abend. Ich hab doch einen totalen Filmriss schon vergessen. Aber wenn du dich total konzentrierst, fällt dir da dann wirklich gar nichts ein? Was meinst du, wie oft ich mir den Schädel darüber zerbrochen habe? Also nicht. Du bräuchtest doch eigentlich nur ein Alibi, oder? Vielleicht können wir dir das ja irgendwie besorgen. Nee. Ich fang doch jetzt nicht selber noch an zu lügen. Es geht garantiert in die Hose. Besser, du überstürzt jetzt nichts. Ich glaube, ich zeig sie jetzt an. Wenn die Polizei erstmal ermittelt und die Wahrheit rauskommt, dann vertraut mir Helena wieder. Hm? Viel Glück. Guten Tag. Guten Tag. Wer von Ihnen ist denn Andi Fritsche? Das bin ich. Gegen Sie wurde eine Strafanzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Dass die dich echt anzeigen. Ihr habt die Polizei eingeschaltet? Trotzdem eine Chance. Ich meine, du wolltest selbst zum Bullen gehen. Die werden doch jetzt alles probieren, die Wahrheit aufzudecken. Und die spricht für dich. Andi, jetzt lass dich nicht hängen. Wir zwei, wir nehmen es mit denen auf. Komm. Okay. Du hast ja recht. Ich lass mich nicht kleinkriegen. Weißt du, die halten sich für Oberschlauer. Vielleicht war genau das jetzt der entscheidende Fehler. Die Polizei, die wird Jessica auf den Zahn fühlen. Die schauen sich diese angeblichen Beweise an. Was sollen das bitte für Beweise sein? Die werden doch ganz schnell merken, dass da was nicht stimmt. Jessica spielt ihre Rolle aber schon verdammt gut. Helena hat dir immerhin auch geglaubt. Ja, aber die Polizei, das sind Profis. Du, wenn die merken, dass da irgendwas nicht sauber ist, dann haben Tristan und Jessica ganz schnell ein Problem. Ja, vielleicht gibt's ja sowas wie Gerechtigkeit.
Betten? Helena bittet dich bald um Verzeihung. Mir wird ja schon reichen, wenn sie mir wieder vertraut. Warum ab? Hey, ihr müsst uns helfen. Das hier oder das hier? Kommt drauf an, wofür? Ja, für deine Vereidigung. Ja, bitte sag ihm, dass er einen Frack anziehen soll. Ach, du drehst doch total am Rad. Olli meint, ich müsste auch noch zum Friseur. Ja, findet ihr nicht? Guckt euch das doch mal an. Was habt ihr denn für Sorgen, Leute? Naja, also Olli hat schon recht. Also, ihr müsst schon ein bisschen formeller gekleidet sein. Ja, ich muss ja schließlich auch diese komische Uniform tragen. Ja. Na gut, aber das nächste Mal seid ihr auf meiner Seite. Ich bin schließlich der Patenonkel eures Kindes. Was? Haben wir jetzt alles? Irgendwas muss man immer zurücklassen. Da steht was. You say I'm cold. I'm just not the same. I was a year ago, and each minute since then my jumper tears as we take it off. You say so me good as new, I know you will. I'm shaking and I'm still when your eyes meet mine. I lose simple skills like to tell you all I want. And I'm shaken and I'm still when your eyes meet mine. I'll do simple skills like to tell you all I want is now. Gregor und Luise warten unten bestimmt schon. Wollt ihr nicht auch noch mit runter euch verabschieden? Ja, ja, wir kommen gleich. Jetzt komm. Mach's zumindest Nathalie zuliebe. Hier. Was ist das denn? Abschiedsgrüße von all den Leuten hier, die euch sehr vermissen werden. Das ist großartig. Damit ihr uns nicht vergesst. Das hätten wir auch sonst nicht. Trotzdem, danke. Da seid ihr ja endlich. Paps hat mir schon erzählt, dass wir endlich wieder haben. David wollte nur sagen, dass er sich sehr freut, dass wir in eurer Wohnung unterkommen dürfen. Ach so, ja. Ohne die kommt ihr da ja nicht rein. Danke. Wir müssten jetzt eigentlich auch los. Ja, die Zeit drängt ein bisschen. Ihr wisst, ich bin kein großer Redner. Deswegen, tschüss. Oh, kurz und bündig, warum nicht? Was mein Mann vergessen hat zu sagen, ist, dass wir sind euch sehr dankbar, dass ihr in den letzten Monaten so zu uns gestanden habt. Weil ohne euch hätten wir die schlimmsten Zeiten nicht überstanden. Liegt dir sonst noch was auf dem Herzen? Ja. Meine Zeit in Düsseldorf, die war ziemlich intensiv. Eins weiß ich sicher, ich werde das alles sehr vermissen. Das No Limits, die Partys. Am meisten aber euch, weil ihr seid Freunde, wie ich sie niemals hatte. Und auf euch. Auf euch. Auf euch. Und jetzt die Fotos. Hm? Fotos. Ach so, ja, stimmt. Ja. Alle mal zusammenrücken für Fotos. Ja, du Hey! Ja? Jetzt aber! Ich mach noch einen Kopf.
Nein, stopp, 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 ich muss nicht meinen Bruder nehmen. Schön was. Das ist unser Stichwort. Genau, dann rollt schon mal den roten Teppich für uns aus, würde ich sagen. Ja. Das machen wir. Tante Josephine wartet. Kommt wieder, wann immer ihr Sehnsucht danach habt. Amen. Wissen Sie, wo Luise steckt? Nein, tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass sie gleich noch auftauchen wird. Hoffe ich jedenfalls. Gregor, du brauchst vor den Herrschaften keine Angst zu haben. Du bist doch heute assimiliert. Ich hol was zu trinken. Hey. Bist du bereit? Ich hoffe es. Macht sich unser großer Ritter von Waldenau jetzt etwa doch noch in die Hose? Es heißt von der Waldenau, noch bin ich es ja nicht. Sie machen doch hoffentlich keinen Rückzieher. Oh nein, um Gottes Willen, wo denken Sie hin? Mach dich nicht lustig über Gregor, das ist ein großer Moment. Danke für den Hinweis. Luise, ich dachte, du wolltest dich umziehen. Ja, ja, das mache ich ja gleich. Ja, dann wird es Zeit. Oder willst du die Gäste unbedingt warten lassen? Wir schaffen das. Ich weiß. Ich schwöre, mich der Fürstenehre und des Titels würdig zu erweisen. So wahr mir Gott helfe. Lang lebe Fürstin Luise von Waldensteig und ihr Gemahl Prinz Georg der Erste. Prinz Gregor der Erste, Ritter von der Waldenau. Luise, ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf dich bin. Du hast das Richtige getan. Ihr beide. Ihr werdet gebraucht auf Waldensteig. Dein Vater wäre überglücklich, wenn er wüsste, dass du diese Tradition fortführst und diese große Verantwortung übernimmst. Ich kann mich diesen Worten nur anschließen. Sie haben das eben ganz großartig gemacht, Gregor. Als ob Sie ein Leben lang auf so eine Zeremonie vorbereitet worden wären. Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Ja, ich war sehr aufgeregt bei meiner Hochzeit mit Johannes. Plötzlich Gräfin zu sein. Sie haben sich ja sehr lange gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Zum Glück haben es mir Johannes und seine Kinder sehr leicht gemacht. Naja, bis auf Ansgar. Aber wem sage ich das? Sie sind ja seine Mutter. Ich glaube, Luise möchte etwas sagen. Liebe Gäste, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie heute hierher gekommen sind, um mir bei meinem großen Ereignis die Ehre zu erweisen. Aber ich möchte vor allem einem Menschen danken. Gregor, meinem Mann. Ohne ihn hätte ich nicht die Kraft gehabt, das Amt, was mir heute verliehen wurde, anzunehmen. Und ich weiß nicht, ob ich den Anforderungen gerecht werden kann. Aber eines weiß ich. Ich werde den wundervollsten Ratgeber und einen Freund und Partner an meiner Seite haben, den man sich nur vorstellen kann. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich auch. Zufrieden?
reden? Danke. Wolltest du allein sein? Ich wollte nur mal ein bisschen frische Luft schnappen. Sieht man. Deine Lippen sind blau. Hast du schlecht geschlafen? Oh, das Schlossgespenst. Nein. Nein, das Schlossgespenst hat keine Schuld. Das ist alles noch ein bisschen viel für mich. Ich meine, wir sind jetzt das offizielle Fürstenpaar von Waldensteig und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dem Ganzen noch nicht wirklich gewachsen bin. Ich aber. Du hast deine Feuerprobe gestern wunderbar bestanden. Alle waren so begeistert von dir. Ganz besonders ich. Mein Prinzgemahl. Sei einfach du selbst. Na, wenn du das sagst. Wir werden hier ein sehr, sehr glückliches Leben führen. Da bin ich sicher. Ja. Und jetzt ab mit dir ins Schloss, sonst kriegst du auch noch blaue Lippen. Siehst du, den fürstlichen Kommandoton hast du schon drauf. Mhm. Dein Wunsch sei mir Befehl, werter Gemahl. Na? Wo hast du deinen Bruder gelassen? Ah, da ist er ja! Wir haben Taufe gespielt. Und Bernadette und Walter Maria haben entschieden, wie das Kleine heißen soll. Und wie soll es heißen? Oh. Na, wie soll es heißen? Lilly. Lilly. Paul. Was? Und wir werden nicht gefragt? Nein. Nein. Sieht nicht so aus. Ich hatte schon fast vergessen, wie blöd du grinsen kannst. Das habe ich, glaube ich, von dir. Bist du schon los? Das Taxi wartet. Dann müssen wir uns jetzt verabschieden. Ich weiß, Christian braucht niemanden, der auf ihn aufpasst, aber sieh dann und wann mal nach ihm, okay? Das verspreche ich dir. Wo bleibt er eigentlich so lange? Weiß ich nicht. Aha! Jetzt hätte ich doch fast euer Geschenk vergessen. Ach, die ist wunderschön. Bitteschön. Die hast du selbst gebaut, was? Klar, alles Handarbeit. Nur dieses Bettzeug und so, das hat Rebecca genäht. Nur da wusste ich natürlich noch nicht, dass es Zwillinge werden. Also die zweite wird sofort nachgeliefert, wenn sie fertig ist. Das hat noch Zeit. Wir müssen. Okay, du hältst hier also Ordnung in dem alten Kasten. Das werde ich, kleiner Bruder. Das werde ich. Das hat sich auch mal.
Wie soll ich mich denn ablenken, wenn ich den ganzen Tag an diese Scheiße erinnert werde? Und wir gerade von Scheiße sprechen. So, meinst du? Zwei Gläser Champagner. Andi, genießt du deine letzten Stunden in Freiheit? Du, vielleicht sollten wir doch lieber woanders hingehen. Hey, keine Sorge, solange ich beide bin, packt dich das Drecksschwein nicht mehr an. Andi! Warum machst du das? Finger! Hey, was hältst du so auseinander? Macht das hier Spaß, dass es mir so richtig beschissen geht, ja? Das. Komm schon, wir gehen. Bevor uns dieser Bauarbeiter weitere Einblick in seine Fäkalsprache gewährt. Dieses kleines Grafenwürstchen. Ich prügel die Wahrheit noch aus dir raus. Das bringt doch nichts. Tu dir keinen Zwang an. Dieser Tristan scheint dich ja regelrecht provozieren zu wollen. Geh ihm in Zukunft einfach aus dem Weg. Ja, Arno hat recht. Das nächste Mal fackelt er nicht lange und ruckzuck hast du eine Anzeige am Hals. Das macht dich für die Polizei nicht glaubwürdiger. Anzeige wegen Vergewaltigung. Das ist kein Pappenstiel. Da versteht die Polizei keinen Spaß. Und deshalb Kopf hoch, Andi. Die kriegen ganz schnell raus, wer hier lügt. Wenn Helen das auch mal rauskriegen würde. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du die mal aus dem Kopf kriegen könntest. Andi, es tut mir so leid, dass ich dir nicht sofort geglaubt habe. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe dich so vermisst. Helen! Guten Tag. Hey, Andi. Andi, alles in Ordnung mit dir? Ja, ich dachte nur gerade, dass da... Oh je, du brauchst wirklich dringend Ablenkung. Helena, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber dein Bruder versucht mit allen Mitteln, uns auseinanderzubringen. Bitte nur einen Moment. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich eine Frau vergewaltigen könnte. Glaubst du das wirklich? Kannst du sie endlich mal in Ruhe lassen? Wir beide gehören doch zusammen. Sag mal, merkst du eigentlich nicht, was du ihr antust? Frag doch mal deinen Bruder, was er Jessica gegeben hat, damit sie so einen Blödsinn erzählt. Vielleicht ist er dann ausnahmsweise mal ehrlich. Hau endlich ab. Ich liebe dich. Und ich werde auch beweisen, dass ich unschuldig bin. Guten Tag, mein Name ist Wolf. Kriminalkommissar Jahr 12. Ich hätte gern Herrn Andi Fritsche gesprochen. Ja, der bin ich. Darf ich einen Moment reinkommen? Ja, klar. Sie wissen, worum es geht? Ich nehme an, um die Anzeige von Jessica Stiel. Ja, genau. Wollen Sie sich vielleicht setzen und was trinken? Danke, danke. Aber es wäre mir ganz recht, wenn wir unter vier Augen sprechen könnten. Bin schon weg. Aber wenn ich eine Sache sagen kann. Ich kenne Herrn Fritsche schon ziemlich lange. Schön. Und er ist echt ein anständiger Kerl. Ich komme auf Sie zurück. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die Vernehmung aufzeichne? Nein. Bitte setzen Sie sich doch. Todernst. Sie wollen also behaupten, dass Jessica Stiel von Tristan von Lahnstein dazu angestiftet worden ist, sie fälschlicherweise der Vergewaltigung zu beschuldigen. Genau das will ich. Aber Sie bestreiten nicht, dass Sie in der fraglichen Nacht mit Frau Stiel im No Limits waren und nachher mit ihr hier gemeinsam in dieser Wohnung. Nein, das tue ich doch gar nicht. Es war nur, das alles war Teil Ihres Plans. Haben Sie auch eine Idee, was für ein Motiv Frau Stiel und Graf Lahnstein haben könnten? Dieser Tristan hasst mich und er versucht alles, um mich und seine Schwester auseinanderzubringen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin doch kein Typ, der sich an Frauen vergeht. Laut Zeugenaussagen sind Sie erst gestern erneut tätlich gegen Frau Stiel geworden. Was soll ich? Im No Limits, okay, das war nur... Ich kann Ihnen sagen, was ich will, oder? Sie haben sowieso schon Ihr fertiges Bild von mir im Kopf.
So schlimm? Schlimmer. Sie hat mich von Anfang an für schuldig gehalten. Und egal, was ich gesagt habe, sie hat es gegen mich gedreht. Bist du dir sicher, dass sie dir nicht geglaubt hat? Hundertprozentig. Aber auf mich hat die eigentlich ganz kompetent gewirkt. Jetzt wart's doch erstmal ab. Vielleicht fliegt Jessica mit ihren Lügen ja doch noch auf. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie sie vor Gericht eine Show abziehen wird. Aber vielleicht kommt's doch gar nicht erst zum Problem. Eigentlich bin ich auch gar nicht mehr hier. Ich treffe mich nämlich gleich mit Rob, DJ Lines abchecken. Rob kennt ein paar Leute, die haben's echt richtig drauf. Die gehen an Turntable, ist total ab. Es wird bestimmt funky. Rob kennt ja Gott und die Welt. Der checkt immer genau die richtigen Leute. War ein echter Glücksgriff fürs No Limits. Und... Nee, Leute, guckt mal, wer da ist. Hallo, schaut. Showtime. Komm. So. Hallo. Na, alle Pferde in Schlaf geflüstert? Ja, und 3 Tonnen Mist geschickt. Hast du ein neues Rasierwasser? Das riecht gut. Was man von deinem Eau de Cheval nicht gerade behaupten kann. Komm, ich geh schnell duschen. Und dann ab ins Kino und danach Thai. Das hört sich beides gut an, aber ich fürchte, wir schaffen weder noch. Ach Quatsch, ich leg dir einen neuen Duschrekord hin. Also, ihr habt's gehört. Sorry, Leute, ich muss was klären. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschö. Christian! Ich habe keine Zeit. Ich treffe mich doch gleich mit Rob, die DJ-Lines abchecken. Geh dich mal einen Abend ohne den? Der Termin steht seit gestern. Ich habe dich extra heute Morgen dran erinnert. Ach, das muss ich wohl verdrängt haben. Es tut mir leid, dass ich im Moment so wenig Zeit für dich habe. Schon okay. Ich muss eh noch was für die Berufsschule tun. Wird doch nicht spät. Versprochen. Und du bist echt nicht sauer? Nein, nein, schon okay. Ach, und Olli, grüß Rob nicht von mir. Na, alles fit? Klar, ich sitze hier gerne blöd rum und warte. Gib cool, ich habe noch Karten fürs Rainer Medienhafen organisiert. Also schwing deinen hübschen Hintern nach draußen, unser Taxi wartet. Moment mal! Ich dachte, wir wollen nur DJ-Lines abchecken. Mann, Rob, ich habe auch noch ein Privatleben. Ich biete dir ein Ticket zum Erfolg und du machst lieber auf Heimchen am Herd. Was läuft denn da heute? Jede Menge. New Sounds Music hat die Chefs von den großen Clubs eingeladen. Ja und? Ja, die überlegen gerade, wo sie die Aftershow-Party für den Award booken. Wird der etwa dies Jahr in Düsseldorf verliehen? Dir ist klar, wer dazu alles anreist. Alle, die ganze Branche aus London, Ibiza, New York, Tokio, tout le monde. Schade eigentlich. Deinen Laden hätte ich da super ins Spiel bringen können. Ah, klopfe ich halt bei Bernie an, der See heißt drauf. Warte mal! Willst du etwa ohne mich gehen? Nein. Niemals. Ist hier nicht gerade jemand reingekommen? Nee, das war Herr Brandner. Er ist gerade gegangen. Ach so. Ist nicht so prickelnd, ganz alleine über Pferdebüchern zu hocken, oder? Geht so. Ich muss den Stoff ja so oder so für die Prüfung darauf haben. Klar, und da macht's ja auch nichts. Ein bisschen die Puppen zu lernen, gibt ja auch sonst nichts Besseres zu tun, oder? Was soll das denn heißen? Nichts. Gar nichts. Aber da du eh schon Strohwitwer bist, Lust auf einen gemütlichen Abend zu zweit? Vielleicht ein Bier? Dir endet das doch eh wieder im Koma saufen. War auch nur eine Frage. Andi, das war nicht so gemeint. Du und Olli, ihr verbringt gerade auch nicht so viel Zeit miteinander, oder? Mach dir nichts draus. Das wird schon wieder. Mach dir mal keinen Kopf. Olli hat gerade beruflich viel am Hals. Und ich freue mich für ihn. Echt. Danke. Na dann. Ich bin so froh, dass wir die...
los sind. Oh, die hat echt nicht geglaubt, dass du nicht auf Frauen stehst. Naja, was sexy ist, sehen eben nicht nur Männer. Ich würde mal sagen, Zeit für ein Katerfrühstück. Ach, oh, sowas von. With the taste of your lips I'm on a ride. You're toxic and slipping under. Taste of your poison. Dass ich einen hübschen Hintern habe, hast du mir schon gesagt. Ich weiß. And I love what you do. Ja, ist schon fertig. Danke. Rob macht die Musik an, nicht mich. Hm? Okay, okay. Why don't you talk to me? Herr Stör. Guten Morgen, Herr Fritsche. Hallo, kommen Sie rein. Aber ich sage Ihnen gleich, ich bleibe bei meiner Aussage. Ja, dazu kommen wir später. Ich möchte jetzt erstmal Ihre Mitbewohner vernehmen. Sie sind? Christian Mann. Tag, Wolf. Ich leite die Ermittlungen im Vergewaltigungsfall Jessica Stiel. Ist Herr Sabel auch anwesend? Nein. Wo können wir uns ungestört unterhalten? Vielleicht in meinem Zimmer. Sie halten sich bitte zur Verfügung, ja? Und am besten, ich sage auch nichts mehr ohne meinen Anwalt, richtig? Ja, das ist Ihr gutes Recht, aber falls ich es noch nicht erwähnt habe, Sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Das hatte ich auch gar nicht vor. Dieser Tristan und seine Jessica haben mir das ganze Ding angehängt und mir liegt sehr viel daran, dass das aufgedeckt wird. Ja, das müssen wir abwarten. Mir liegen allerdings mittlerweile viele Aussagen vor, die Sie schwer belasten. Unter anderem auch die Ihrer ehemaligen Freundin. Meinen Helena? Ja. Haben dann. Ja, sicher, jederzeit. Ja. Oh, danke. Was glauben Sie, wann kann ich mit Herrn Sabel rechnen? Keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung, wo er bleibt. Richten Sie ihn bitte aus, er möchte mich anrufen, ja? Klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Oliver Sabel kann leider gerade nicht rangehen. Gute Nachrichten hinterlasst ihr bitte nach dem Piepton. Olli, ich finde das nicht mehr lustig, ja? Erst sagst du, es wird nicht so spät, dann kommst du gar nicht. Meld dich wenigstens mal. Ich mache mir nämlich langsam Sorgen. Ah, genau das Richtige nach so einer Nacht. Ja. Es ist schon so spät. Na, dann mach ich mir mal vom Acker. Mein Bett ruft. Eventmanager müsste man sein. Gib laut, sobald ich von den New Sounds Leuten höre, okay? Okay. Also. Was soll das? Hat dir doch trotzdem gefallen. Also ganz egal bin ich dir also nicht. Aber ich bin mit Christian zusammen und das ist auch gut so. Klar. Ich zisch ab. Lass deinen Freund nicht so lange warten, der macht dir sonst die Hölle heiß. Hier bist du. Ja, ich arbeite hier. Danke für die Info. Sag mal, wo warst du die ganze Nacht und warum gehst du nicht an dein Handy? Hast du angerufen? Würde ich sonst fragen? Oh, Akku ist leer. Oh, super. Ich habe mir Sorgen gemacht. Es tut mir leid, Rob und ich, wir haben uns hier irgendwie festgequatscht. Die ganze Nacht. Warum bist du dann noch nicht mal zum Frühstück hochgekommen? Wir haben uns dann nachher noch irgendeine Art Katerfrühstück gemacht. Ach so. Ist ja alles gut. Morgen. Und danach haben wir noch über irgendwelche
beruflichen Sachen gesprochen. Aber dafür hatte doch die ganze Nacht Zeit, oder? Was habt ihr da gemacht? Nichts! Also nichts Schlimmes. Echt, Mann, ich war mit Rob auf der Party von irgendeinem Musiklabel und Rob will versuchen, mich da ins Gespräch zu bringen bei denen. Ins Gespräch zu bringen. Olli, was will der Typ von dir? Hallo, ich spreche mit dir. Was weiß ich, der findet mich halt irgendwie gut, aber... Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich hab ihm gesagt, dass er es vergessen kann. Echt, Mann, was glaubst du denn? Christian, du kannst mir vertrauen. Aber jetzt muss ich echt arbeiten, sorry. Was ist zwischen dir und diesem Robert gelaufen? Nichts. Nichts. Und woher weißt du dann, dass er auf dich steht? Und Christian, sowas spürt man ja wohl. Ach so. Er hat dich angebaggert, richtig? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen? Was ist denn mit ein bisschen angebaggert? Ja, ernst, das halt. Ach so. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Nein, das brauchst du auch nicht. Weil ich nämlich nur dich liebe. Ja, das sagst du am besten mal deinem Robert. Das hab ich doch. Und außerdem weiß er das auch, ich meine. Ist ja wohl klar bei uns beiden, oder? Ja, vielleicht. Aber vielleicht wäre es auch besser, du würdest ein bisschen Abstand zu ihm halten. Das geht doch nicht. Rob und ich, wir arbeiten zusammen. Es geht ums No Limits. Nein, es geht um unsere Beziehung. Turm hier, hm? Pass auf. Hey, was ist denn los? Geht das vielleicht noch ein bisschen leiser? Christian, hat es dir die Sprache verschlagen, oder was? Warum sollte es? Außer, dass mein Freund von irgendeinem anderen Typen angebaggert wird, ist alles bestens. Aber da ist doch nichts gelaufen, oder? Mann, keine Ahnung. Zumindest hat Olli die ganze Nacht mit diesem Robert verbracht. Hey, danke für deinen Anruf. Ich habe schon überall nach dem Timer gesucht. Kein Ding. Und schöner Abend mit dir. Und ein schöner Morgen. Ja, fand ich auch. Ach, wirklich. Und übrigens, sorry wegen heute früh. Kein Thema. Nein, im Ernst. Du bist in einer Beziehung und das soll auch so bleiben. Und zwischen uns ist doch noch alles cool, oder? Klar. Okay, ich bin weg. Aber ich habe noch ein paar coole Ideen. Also, vielleicht treffen wir uns mal. Wie wär's mit heute Abend? Keine Sorge, dauert bestimmt nicht lang. Sicher. Was? Der Schwimp hätte gerne noch ein Kännchen grünen Tee. Mir gibt nicht auf, was? Tja, vielleicht solltest du ein bisschen vorsichtiger sein. Christian und du, ihr seid echt ein super Paar. Du glaubst doch nicht, dass Olli... Ich meine, dass er was mit einem anderen anfängt. Nein. Aber... Keine Ahnung. Was weiß ich schon. Weißt du, haben die auch noch miteinander gefrühstückt. Ich traue diesem Rob einfach nicht. So wie ich Olli kenne, machst du dir ganz umsonst einen Kopf. Im Ernst, Olli liebt dich. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, dass er mich betrügen würde. Hey. Ist Olli gar nicht da? Doch. Das heißt, er kommt bestimmt gleich wieder.
Miriam, ist er da oder ist er nicht da? Er ist da hinten. Also dann check ich schon mal, ob die beiden DJs Zeit haben. Ne? Super, dann kümmere ich mich um die PR. Wir sind ein absolutes Dreamteam. Geht's noch? Was soll denn das? Shrub ist verletzt. Unsinn, das war ein kleiner Schubser. Er ist so ein harter Kerl. Klar. Sicher? Ja. Ja. Vielleicht wäre da eine Entschuldigung fällig. Hm? Er knutscht dich ab und ich soll mich entschuldigen? Hallo, das war ein Abschiedskuss und noch nicht mal auf dem Mund. Okay, ich war vielleicht ein bisschen übertrieben. Solltest du vielleicht ihm sagen. Das war nicht okay, es tut mir leid. Ist ja ganz süß, dass dein Freund so eifersüchtig ist. Naja. Ich will ja nicht, dass ihr meinetwegen Beziehungsstress bekommt. Willst du nach Hause? Soll ich dich bringen? Lieber nicht. Ich glaube nicht, dass das Christian gefallen würde. Und dann. Bis bald. Ciao. Du bist echt ein toller Freund. Und du lässt die Finger von ihm. Natürlich. Der beste Kommentar des Publikums hier zum Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft, HSV-Sprechchöre. Jetzt lass dich nicht so hängen. Wieso nicht? Helena hat mich abgeschrieben. Bald werde ich vor Gericht gezerrt und es spricht sowieso alles gegen mich. Andi, erstens hast du keine Ahnung, wie Jessica vor Gericht reagiert. Vielleicht verliert die Nerven und knickt doch noch ein. Das hat die aber bis jetzt ganz gut an ihren Lügen festgehalten. Und zweitens bringt es überhaupt nichts, wenn du dich hier verkriechst und in Selbstmitleid zerfließt. Was soll ich denn machen? Du nimmst dir jetzt eine kalte Dusche. Ich mache uns in der Zwischenzeit einen Kaffee und dann ziehen wir beide noch mal los. Na also, geht doch. Ist meine Tante schon nach Hause? Nicht, dass ich wüsste. Gerade war sie noch da. Helena, ich hab dich was gefragt. Was? Oh, soll ich lieber gehen? Collins zum Beispiel, der ist ähnlich wie ein Fiss. Der wird mit Eis geschüttelt und auf Eis serviert. Wow, das ist ja echt eine Wissenschaft für sich. Ich kann gerne mal einen machen zum Probieren. Ich nehme so einen Fiss. Ich bin gleich wieder da. Danke für das anregende Gespräch. Du wolltest doch unbedingt zum Schneiders was essen gehen. Ja, und du wolltest doch unbedingt hier bleiben. Dass wir auch ausgerechnet auf Andi treffen müssen. So war das mit dem Ablenkungsprogramm aber nicht gedacht. Was soll's? Wir leben nun mal in derselben Stadt. Aber deswegen müssen wir uns den Abend ja nicht vermiesen lassen. Ich mach dann gleich einen Blue Danger. Der ist wirklich extrem gut und viel besser als der Fizz. Wo haben Sie die ganzen Cocktails eigentlich gelernt? In der Dante-Bar in Bologna. Nein. Die kenne ich. Echt? Die kennst du? Oh, Entschuldigung, Sie. Doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich habe ein Forschungssemester da gemacht. Das kann ja nicht wahr sein. Okay, das reicht mir jetzt. Ich lass mir nicht den ganzen Abend versauen. Andi, jetzt. Geld, liebe dich. Tschüss, Adi. Darauf müssen wir anstoßen. Wie sieht's aus? Wollen wir beide gleich noch weiterziehen, wenn ich hier Feierabend gemacht habe? Ideen sind echt immer so großartig. Woher soll ich bitte wissen, dass Helena ausgerechnet im Schneiders rumhängt?
Warum sind wir überhaupt dahin gegangen? Wir hätten auch eine Pommes hier um die Ecke holen können. Ja, aber die Trüffelravioli, da sind der Hammer. Trüffelravioli. Ich hätte mich auch mit Sägespänen zufrieden gegeben, wenn mir diese Nummer erspart geblieben wäre. Wie sie ihn auch noch angebaggert hat. Das ist echt so ätzend. Jetzt mach dich mal locker, der hat dir was zu trinken gebracht. Er wollte sie abfüllen. Ist das eigentlich Gesetz, dass Frauen ausgerechnet dann noch attraktiver werden, wenn man genau weiß, dass sie überhaupt nichts mehr von einem wollen? Das weiß ich nicht, aber... Wäre ich doch mal zu Hause geblieben, so wie ich es von Anfang an vorhatte. Es tut mir echt leid für dich. Ich liebe sie. Ich liebe sie echt immer noch. Das weiß ich. Dann kommt ihr Arschlochbruder und diese Jessica und verbreiten Lügen über mich. Ich komme auch echt nicht darüber hinweg, dass Helena mir das auch zutraut. Jetzt wart's doch erst mal ab. Ach, was soll ich mir da vormachen, wenn selbst Helena dieser Jessica glaubt? Dann baggert wahrscheinlich auch noch dieser schmierige Kellner an ihr rum. Danke. Hey, was soll das? Sorry, ich muss gleich los. Ich dachte, wir frühstücken zusammen. Morgen, okay? Ich habe nachher noch einen wichtigen Termin und vorher muss ich unten noch die Zapfanlage reparieren. Die hat gestern mal wieder einen Geist aufgegeben. Was ist das für ein wichtiger Termin, wenn ich fragen darf? Ein Geschäftskunden. Der nicht zufällig Rob heißt. Und wenn's so wäre? Fände ich das ziemlich scheiße. Mann, Olli, wie oft noch? Der Typ will dich in die Kiste kriegen. Christian, bitte, das ist Quatsch. Was? Ich hab doch gehört, was er zu mir gesagt hat. Was auch immer der deiner Ansicht nach gesagt hat. Meiner Ansicht nach? Was soll das jetzt heißen? Ja, was er eben gesagt hat, das hat er wahrscheinlich nur gesagt, weil du ihn vorher in diesen Sessel gepfeffert hast. Ach so, das ist jetzt auch noch meine Schuld. Ja, aber deine Bockbestimmung hier. Ja. Das kann ich leider nicht ändern. Ja, ich auch nicht. Ja, du ja wohl mehr als ich. Ach, könnt ihr mal aufhören? David, ist irgendwas? Ja, es ist irgendwas. Natalie hat ihr Kind verloren. Was? Aber ich dachte, es ist alles okay. Ich auch. Ja, aber leider eine Fehlinfo. Es tut mir leid. Echt, Mann, wenn wir irgendwas tun können. Hey, ihr habt ja genug eigene Probleme. Hey, das ist doch jetzt... Schon gut. Schon gut. Ja. Okay, danke. Dann bis morgen. Ja, und hast du ihn erreicht? Eine Mailbox. Vielleicht will er gerade einfach seine Ruhe haben. Ja, vielleicht. Ich habe mir auf jeden Fall freigenommen, falls er später noch ein bisschen Ablenkung braucht. Gut. Ich muss nämlich echt mal los. Klar, Rob wartet ja auch nicht gerne. Vor allem warten die Gäste nicht gerne auf ihr Bier. Am Vormittag? Ja, tut mir leid, ich habe einen Laden, da kann ich mich nicht mal einfach so vom Dienst abmelden. Ich habe mich auch nicht einfach so abgemeldet, ich habe mir Urlaub genommen, stell dir vor. Ja, wenn das bei dir geht, schön, für dich, bei mir geht's halt nicht. Ach so, ja, weil Rob sonst seine irren Events irgendwo anders steigen lässt. Ja, und vor allem, weil die Gäste sonst heute Abend immer noch auf ihr Bier warten. Sag mal, hörst du dir eigentlich zu? Partys, Events und David ist komplett am Ende. Was soll ich deiner Ansicht nach für ihn tun? Er ist nicht hier, er geht nicht an sein Telefon, vielleicht hat das alles auch einen Grund. Redst du halt schön. Was? Ja, was wohl? Dass dir deine Partys und dein Robert wichtiger sind als deine richtigen Freunde? Immer noch da. Sieht so aus. Mhm. David. Wenn du jemanden zum Quatschen brauchst, dann... Nee, danke. Lieber nicht. Okay, dann nicht zum Quatschen. Vielleicht zum, keine Ahnung... Zum Daddeln. Wir könnten mal wieder ein neues Spiel für die Konsole besorgen, oder? Also, ich kann dabei immer super abschalten. Ja, das ist eine super Idee. Dann fangen wir doch gleich mal an. Oder, Olli? Also das Problem ist, ich habe gleich noch einen Termin und vorher muss ich noch mal ins No Limits. Aber ich kann versuchen, den Termin ein Stück rauszuschieben. Nee, lass mal. Ist nicht so wichtig. Aber heute Nachmittag, da habe ich echt Zeit, David. Echt? Mach dir keinen Stress wegen mir. Genau.
Worauf wartest du noch? Ich mach uns mal einen Kaffee. Super. Also dann bis nachher. Was ist mit dem? Der soll echt gut sein. Okay. Dann vielleicht der? Es ist eine Komödie, das wäre doch was. Von mir aus. Weißt du was? Wir gehen einfach einen Kaffee trinken, ein bisschen unter Leute, das tut gut. Nee, lieber nicht. Okay, dann eine Runde um den Block. Ehrlich gesagt, ich will nicht unter Menschen sein. Dann ab in den Zoo. Ja, blöder Witz. Ich bin auch kein gutes Publikum heute. Aber ich komm schon klar, mach dir keinen Kopf. Weißt du was, das kommt gar nicht in Frage. Ich geh mal in mein Zimmer, da habe ich noch ein paar DVDs rumliegen, da wird schon was wahr sein. Echt jetzt, du musst mich nicht bespaßen, außer du brauchst das gerade. Ich? Naja, ich dachte nur, wegen dem ganzen Stress mit Olli. Verdammt, das kann doch nicht so schwer. Na, bravo. Und, kriegst du es hin? Keine Chance, da muss ein Fachmann ran. Die Nummer ist im Adressbuch. Kannst du das nicht machen? Ich meine, du siehst ja, was hier los ist. Sorry, aber ich habe echt keine Zeit. Und was sage ich unseren Gästen? Was weiß ich, dass sie mittags nicht schon Bier saufen sollen, oder? Sekunde. Lass mich raten. Rob. Was dagegen? Nein, du musst ja selber wissen, was du tust. Jetzt pass mal auf, Miriam. Von unserer Zusammenarbeit hast du verdammt noch mal auch was oder kriegst du sonst so viel Trinkgeld wie auf den Partys, die er hier schmeißt. Eben. Ich hab doch überhaupt nichts gegen dein Engagement und die Partys hier und Rob. Aber? Aber du hast dich verändert, seit du ihn kennst. Ich will nur sagen, bau kein Mist. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, be with anyone. Ja, ich bin dann mal in meinem Zimmer, ein bisschen lernen. Wenn du was brauchst, dann melde ich mich. Hi. Hi. Wie sieht's aus? Lust, eine Runde zu daddeln? Und was ist mit deinem Rob? Ich dachte, der wartet auf dich. Soll er warten? Ich hab irgendwie das Gefühl nicht los, dass mich hier gerade jemand dringend wieder braucht. Mann, das wäre doch echt nicht nötig gewesen. Ansichtssache. Also, was ist? Ein paar flotte Autorennen zum Aufwärmen? Ja, warum nicht? Seitdem unsere Bude abgefackelt ist, hatte ich keinen Controller mehr in der Hand. Ich hab schon Entzugserscheinungen. Eben. Und Christian bestellt uns inzwischen eine Pizza. Einverstanden? Ja, wird gemacht. Mann, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas und so, dass ich nach dem nächsten Boxen schon wieder ein. Soll ich vielleicht ohne Reifen weiterfahren? Bye, bye, Olli. Das darf nicht wahr sein. Jetzt wart's ab, bei der nächsten Schikane zieh ich vorbei. Träum weiter. Los, jetzt Gas ist recht. Oh, Scheiße. Ja, was, du darfst auch nicht so weit über die Curbs fahren, verdammt nochmal. Da, die karierte Flagge. And the winner is David Brandner. Seit 7 Rennen geschlagen. Der Titel ist ihm kaum noch zu nehmen. Macht echt Laune, gegen euch zu gewinnen, Jungs. Freu dich, Mann, nicht zu früh. Ich will eine Revanche. Was mit dir? Noch eine Runde. Hey, ihr müsst jetzt nicht den ganzen Tag das David-Aufhaltungsprogramm fahren. Das ist eher so ein Selbstwertrettungsprogramm. Trotzdem. Außerdem ist Ablenkung ja wohl das Mindeste, was wir dir gerade bieten können. Ich weiß das echt zu schätzen. Aber ihr braucht auch mal ein bisschen Zeit für euch. Schätze ich. Jetzt verzieht euch schon. Ich brauche mal einen ernstzunehmenden Gegner. Und das heißt, ich spiele jetzt mal gegen den Computer. Noch eine Runde? Noch eine Runde. Ey, wir sind echt die schlechtesten Rennfahrer der Welt. Ach, du meinst, du bist der schlechteste Rennfahrer der Welt. Ich habe David absichtlich gewinnen lassen. Mit Absicht, schon klar. Jawohl, schon. Zumindest meistens.
wollte ihm einfach ein gutes Gefühl geben, du nicht? Doch. Ich meine, im Grunde hat David uns ja ausgetrickst. Uns? Wie das denn? Ja, was? Wir haben uns schon seit Stunden nicht mehr angezickt. Stimmt, wo du sagst. Woran das wohl liegen mag. Ja, vielleicht daran, dass wir nicht über so einen ätzenden, supercoolen Eventmanager gesprochen haben? Komm, Rob ist gut in seinem Job. Ja, aber menschlich total indiskutabel. Ach, weil er neulich einmal ausfallend geworden ist. Was heißt denn hier bitte einmal, hä? Der benimmt sich andauernd stopp, daneben. Stopp. Ja, guck, brauchst den Namen nur einmal erwähnen. Dann lassen wir das einfach. Wir können es versuchen. Und wir schaffen das. Ich hoffe es. Ich auch. Und ich liebe dich. Ich dich auch. Ja. Ja, jetzt hab ich dich. Ja. Ja, alles in Ordnung? Hey, wie kommst du denn her? Ich habe eine Runde gedreht. Wo sind Olli und Christian? Große Versöhnung mit Aussprache. Ach, so nennt man das also. Inside a glass of water, the ripples and the lines. And he asked, will I see heaven in mine? Soll ich für Andi mitdecken oder ist er schon beim Anwalt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Ah, okay. Habt ihr wenigstens Hunger? Drüben will keiner was. Keine Sorge, in der WG ist noch nie was übrig geblieben. Dann lass es euch mal schmecken. Ah, nichts da. Wenn du meinst, dass wir zulassen, dass die komplette Familie Brandner jetzt in den Hungerstreik tritt, hast du dich geirrt. Ein Brötchen ist Pflicht, mein Kleiner. Na dann, Mutti. Oh, Mutti. Hey! Jetzt mal im Ernst. Ich weiß es echt zu schätzen. Ich meine, dass ich hier wohnen darf und das tolle Aufhaltungsprogramm. Also erstens hast du gestern sozusagen unsere zarte, junge und dennoch schon so sturmumwehte Liebe gerettet. Zweitens haben wir dich gerne bei uns. Ich will euer Getodel ja nicht stören, aber gibt's ja auch Frühstück für Männer? Für halb Nackte immer. Ey, nur gucken. Genau. Gucken. So. Ist das etwa für mich? Wenn du es gebrauchen kannst. Aber hallo. Ein Kaffee zum Mitnehmen. Kommt sofort. Na, machst du gerade dein nächstes Opfer klar? Da kann
kannst du noch so viele Bedecke zerquetschen, denn die sprechen alle gegen dich. Mach keine Angst, das werde ich rauskriegen. Meinst du nicht, dass Jessica das am besten weiß? Bestimmt, aber aus irgendeinem Grund erzählt sie totalen Scheiß. Wenigstens kann sie sich noch erinnern. Ich werde schon noch beweisen, dass ihr gemeinsame Sache macht. Verlass dich da mal drauf. Warum hältst du nicht einfach deine Füßchen still? Der glaubt auch sowieso keiner und Lena ist ohnehin schon verloren. Sie hat sich längst mit Luca getröstet. Eine ganz gute Wahl, wie ich finde. Naja, jedenfalls an dich verschwindet sie kein Gedanken mehr. Du lügst. Willst du Einzelheiten hören? Stimmt so. Dankeschön. Naja, jedenfalls habe ich meine Schwester schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Was ist denn, freust du dich etwa nicht für sie? Ich poliere jetzt einfach deine Bellfresse. Komm keinen Zwang an. Andi, hey! Hey, Andi! Andi! Hey! Kann mir mal einer verraten, was hier los ist? Das dürfte dann wohl auch den letzten Zweifel beseitigen, den der Richter noch haben könnte. Da sind wohl die Nerven mit ihm durchgegangen. Naja, kein Wunder, in ein paar Tagen geht's schon wieder in den Knast. Ich will dir gar nicht den Spaß verderben, aber Andi ist unschuldig und genau das wird vor Gericht auch rauskommen. Für die Tasse. Wir sehen uns. Julia, musst du nicht arbeiten? Ich feiere Überstunden. Und was hat dieser Arschfan schon wieder von dir gewollt? Du warst doch dabei. Der Spacko hat es mal wieder geschafft, mich auf 180 zu bringen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Er meinte, Helena hätte mich schon abgehackt und sie würde jetzt mit diesem Schneiderskellner rummachen. Glaubst du das? Nein, du hast doch gesehen, wie er sie angebaggert hat. Jetzt lass dich von diesem Typen doch nicht runterziehen. Das ist doch genau das, was der will. Wahrscheinlich hat er recht. Ich verliere diesen Prozess. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Es ist noch gar nichts verloren, hörst du? Du wirst den Prozess gewinnen und alle wissen, dass du mit der Sache nichts zu tun hast. Nur leider ist das genau der einzigen Person, bei der es mir wirklich wichtig ist, inzwischen völlig egal. Ach Mann, das behauptet Tristan. Ja, aber Tristan ist ihr Bruder. Und ist doch egal. Sag mal, ich bin... Halt? Ja. Gut. Kannst du mir mal erklären, was ich falsch mache? Mit Lena ein Fehlgriff nach dem anderen. Die Frau, ich habe wirklich gedacht, die wäre anders. Aber von wegen. Komme ich gar nicht schnell genug in die Kiste zerren. Und danach? Zack, weg war sie. Ach du Armer. Ist doch wahr. Steht mir vielleicht Sexobjekt auf die Stirn geschrieben. Nee, echt. Ich habe keinen Bock mehr auf so eine. Obwohl... Die war echt heiß. Halt dein dreckiges Maul, du Arsch. Was soll das denn jetzt? Noch ein Wort, du Beiniger. Und du trinkst dein Frühstück aus der Schnabeltasse. Ich will nicht noch mal hören, dass du so über sie herziehst. Hast du mich verstanden? Bitte? Ich habe gerade über eine Katrin geredet. Und überhaupt, was geht dich das an? Tut mir leid. Bist du der Ex von Helena? Und wenn? Vielleicht solltet ihr mal reden. Wieso das? Weil du anscheinend noch genauso an ihr hängst wie sie an dir. Was ist, wenn der Typ gelogen hat? Wer? Ja, dieser Luca oder wie der heißt. Oder total übertrieben. Warum sollte er das denn tun? Weil er mich loswerden wollte? Jetzt glaub ihm doch einfach. Das wäre doch super für den Prozess, wenn du wüsstest, dass Helena dich doch noch nicht aufgegeben hat. Was ist, wenn da gar nichts dran ist? Weißt du was? Frag sie am besten selbst. Hey, super Idee. Und wie soll ich das anstellen, bitteschön?
gehst aufs Schloss, fragst nach Helena von Lahnstein und dann... Dann fliege ich da im hohen Bogen wieder raus. Stimmt, da war noch was. Selbst wenn ich an diesem Butler vorbeikomme, dann steht dieser Tristan vor ihrer Tür. Und wenn ich das auch noch schaffen sollte, dann stellt Helena doch auf Durchzug. Scheißspiel. Kannst du laut sagen. Schön machst du das. Wo willst du hin? Arbeiten auf Königsbrunn, wenn's recht ist. Okay. Du bist mein Mann. Hey. Hey. Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Nein, danke. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich wollte Gregor und Luise eine Trauerkarte schicken. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich ihre genaue Adresse gar nicht habe. Heißt es einfach nur Schloss Waldensteig zu Waldensteig? Keine Ahnung, aber es wird bestimmt trotzdem ankommen. Okay. Warte mal, ich habe irgendwo eine Karte von denen. Willst du die beiden zur Beerdigung einladen? Also, wenn ich da irgendwas für euch organisieren kann. Nein, wenn ihr danach eine Trauerfeier machen wollt. Nein, wir beerdigen Ben im engsten Familienkreis. Aber danke für das Angebot. Kein Thema. Hier. Ich bringe sie dir nachher wieder. Kannst du behalten. Christian hat Gregors Adresse sowieso. Ich habe da ganz, ganz stark das Feeling, das könnte was werden. Bei der Promo müssen wir natürlich geschmeidig bleiben. Bloß keine Mainstream-Werbung. Und an was hast du da gedacht? Ich würde das nur über die Social Networks streuen. Wir lancieren das Gerücht, dass da was ganz Elitäres abgeht. Super Idee! Du Rob, wir sehen uns ja sowieso morgen, dann gehen wir das in Ruhe durch, okay? So machen wir es. Also, hasta mañana. Bis dann, ciao. So, jetzt kannst du wieder lauter drehen. Ich wusste gar nicht, dass du neuerdings auf Mädchenmusik stehst. Helena liebt mich. Nein. Habt ihr euch gesehen auf dem Schloss? Ja, sie hat mich geküsst. Nein. Und morgen kommt sie her. Ja. Alter, das freut mich. Olli, ich habe zum ersten Mal wieder das Gefühl, dass wieder alles in Ordnung kommt. Mit Helena? Ja, und mit dem Prozess vielleicht auch. Das wird wahrscheinlich kein Spaziergang, aber die Richterin musste mir einfach glauben. Und wenn Helena mir dann auch noch glaubt? Übrigens, danke, dass du zum... Hey. Ah. Wir waren gerade spazieren und da habe ich euer Auto gesehen. Ja. Ich würde dich die Kleine gerne noch länger abnehmen, aber ich muss los. Ja, wir sind froh, dass du überhaupt Zeit hattest. Ach. Danke, Olli. Dafür nicht. Die Kleine war ja super pflegeleicht. Ach, bis bald. Tschüss. Danke. Ich bin dann auch mal drüben. Okay. Ciao. So, du Kleine. Bei Olli bist du also ganz lieb, ja? Dann versuch das auch mal bei uns, damit die Natalie schlafen kann. Hm? Wartest du auf Besuch? Hält aus. Kannst dich gerne bedienen. Hast du nicht gesagt, Helena kommt zum Brunch? Helena? Dann war euer geheimes Treffen im Park also erfolgreich? Ja, das dachte ich zumindest. Wir wollten noch mal in Ruhe über alles reden. Aber wie du siehst, ist sie nicht da. Oh. Ja, und weißt du, warum sie nicht gekommen ist? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat ihr Bruder sie wieder zugelullt oder was weiß ich. Sie geht jedenfalls nicht mal ans Handy ran. Vielleicht gibt's dafür ja eine ganz harmlose Erklärung. Ja? Ja, sie hat eine Autopanne und steckt im Funkloch. Stimmt. Kann doch sein. Untersteh dich. Vielleicht kommt sie ja doch noch. Erst fällt Andi über.